Einen wunderschönen guten Tag. Es wird immer wieder mal berichtet, dass angeblich Huawei irgendwelche Zeichen nicht mehr richtig darstellt. Ich habe das mal versucht zu reproduzieren und ich kenne auch jetzt das Phänomen und ich kenne auch die Lösung dazu. Wenn Sie zum Beispiel Huawei starten und Sie haben anstatt der Umlaute, also Ä, Ü, Ö und Ä, und Sie haben so ein komisches Fragezeichen drin, liegt es an einer Einstellung im Windows. Und zwar wie folgt. Diese Einstellung war mir bis vor kurzem gänzlich unbekannt, aber in letzter Zeit ist es immer wieder mal aufgetreten, dass die Leute gesagt haben, ja, ich habe hier so ein komisches Phänomen. Woran liegt es? Und das war eben die Frage, das herauszufinden, woran es liegt. In den Systemeinstellungen von Windows, und wenn Sie sagen, ja, wie komme ich dahin? Ganz einfach, in der Cortana-Leiste hier unten im Suchfeld. Und wenn Sie das nicht haben, können Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Taskleiste klicken und Sie sagen hier Cortana-Schaltfläche anzeigen. Ja? Oder Sie klicken hier auf Suchen und dann sagen Sie hier Suchfeld anzeigen, geht auch. Also, wir geben hier einfach mal System ein und wir wählen dann die Systemsteuerung-App im Kontextmenü aus. Jetzt wählen Sie die Option Region, genau hier. In diesem Fensterchen klicken Sie auf Verwaltung und sagen Gebietsschema ändern. Und jetzt wird es interessant. Seit kurzem ist bei vielen Benutzern hier bei Beta Unicode UTF 8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen aktiviert. Und das ist meiner Meinung nach relativ neu und war vorher nicht. Kann jetzt sein, dass ich mich auch täusche, aber genau da können wir dieses Problem reproduzieren und auch mit ganz wenigen Klicks beheben. Das heißt, Sie nehmen einfach dieses Häkchen raus, bestätigen die Meldung mit OK und bestätigen den Neustart Ihres Computers. Sie sollten natürlich, wenn Sie das tun, alle anderen Programme schließen, denn wenn Sie das nicht tun, kann es sein, dass nicht gespeicherte Daten natürlich egal in welchen Programmen verloren gehen oder beschädigt werden. Also alle Programme schließen, dann das durchführen, dann den Computer neu starten und dann ist dieses Problem, dieses Umlaute-Problem behoben. Ich hoffe, ich habe Ihnen helfen können, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und gute Umsätze. Bis dann, tschüss!